Er war gerade 16 und fast ein Kind vor Stolz auf sein Vaterland. Zwei Brüder von ihm zogen ihm den Krieg, der seit Jahren kein Ende fand. Und eines Tages kam ein letzter Brief, dass sie fielen für ihr Land. Da wollte auch er in den Krieg hinaus, doch die Mutter hielt ganz fest seine Hand. Mit seinem Mädchen verbrachte er eine Nacht voller Zärtlichkeit. Es war so, als ob es die letzte wäre und sie war zu allem bereit. Und am Morgen, da schaute er neben sich und da sah er, dass sie weint. Sie klammerte sich wie ein Kind an ihn und sie sagte, wenn du jetzt gehst, ist es vorbei. Du kommst.